Ständige ungebetene Gäste am deutschen Himmel. Jarbos attackieren einen Personenzug. 1944, welch ein Jahr! Dank ihrer nun zu Hunderten auftretenden Langstreckenjäger haben die Amerikaner die deutsche Tagjagd inzwischen fast völlig ausgeschaltet. Und es ist ihnen gelungen, die Luftherrschaft am deutschen Himmel zu erringen. Der Wunderjäger Mustang begleitet nun die amerikanischen Bomberverbände von Südengland kommend bis tief ins deutsche Hinterland. Ja, selbst bis Berlin und Leipzig schaffen sie es mit Hilfe abwerfbarer Zusatztanks. Eine solche Reichweite und eine Flugdauer von bis zu 7 Stunden, das hat bisher weder ein deutscher noch alliierter Jäger geschafft. Der hervorragende Rolls-Royce-Merlin-Motor, der nun auch in Amerika in Lizenz bei Packard gebaut wird, und eine neue spektakuläre aerodynamische Form machen es möglich, solche Leistungen zu erzielen. Das mit einem Gewicht von 7,5 Tonnen schwerste Yachtflugzeug des Zweiten Weltkrieges, die bullige P-47 Thunderbolt von Republic mit ihrem 2500 PS starken Sternmotor fungiert nun hauptsächlich als sogenannter Jarbo, also Yachtbomber, und ist mit seiner sprichwörtlichen Robustheit dafür bestens geeignet. Neben 8 überschweren Maschinengewehren vom Kaliber 12,7 mm trägt sie unter jedem Flügel eine 500 Kilogramm Bombe, um ihre Zerstörungsarbeit in Deutschland zu verrichten. Von morgens bis abends sind diese Jarbos nun unterwegs, um das gesamte deutsche Verkehrswesen, gleich ob Eisenbahn oder Autoverkehr, lahmzulegen. Dabei schrecken sie auch nicht davor zurück, auch zivile Straßenbahnen und Busse anzugreifen und zu vernichten. Ja, selbst einzelne Radfahrer und Fußgänger werden mit wiederholten Angriffen im Tiefflug um Bäume getrieben, hinter denen sie Schutz suchen. Ich liege mit einer leichten Grippe auf dem Sofa im Wohnzimmer. Schon haben die Sirenen wieder mit ihrem auf- und abschwellenden, nervtötenden Geheule den Vollalarm verkündet. Das bedeutet Gefahr. Und da brausen sie auch schon vom Westen kommend mit ohrenbetäubenden Lärm über unser Haus hinweg. Diese soeben beschriebenen Jarbos. Ich rase ans Fenster. Verdammt nochmal, drüben auf der Begerbrücke, kaum einen Kilometer entfernt, steht ein Personenzug. Klar, bei Vollalarm darf kein Zug in einen Bahnhof einfahren. So lautet die Order. Das Haltesignal steht auf Rot, und so muss er wohl oder übel der Dinge harren, die da kommen. Mutter, wir müssen sofort runter in den Keller. Die Feindmaschinen werden nach dem ersten Angriff auf den Zug sofort drehen und von der anderen Seite ihre Attacke wiederholen. Und da sie für gewöhnlich zu weit werfen, sind wir dann dran. Doch welches Übel! Wir haben keinen direkten Zugang zum Luftschutzkeller von der Wohnung aus. Also so schnell wie möglich raus aus der Tür, rings ums Haus rennen, die Kellertreppe runter, und dann rumst es auch schon fürchterlich. Staub fällt von der Decke und die Lampe schwingt beängstigend hin und her. Es kracht und schwankt, heute mehr als damals bei dem Angriff auf Bielefeld, als einige abgezweigte fliegende Festungen fast 100 Sprengbomben auf die Randbezirke unseres Städtchens warfen, die Gott sei Dank fast alle ins freie Feld fielen und dabei enorme Trichter in das Erdreich rissen, die wir Hitlerjungen dann später mit dem Spaten im Schweiße unseres Angesichts wieder zuschüppen mussten. Auch heute haben wir wieder ein Riesenglück, denn von einigen von den Jarbos beim zweiten Angriff tatsächlich zu weit geworfenen Bomben schlägt die uns nächste, nur 200 Meter weit entfernt, in der Nähe des Schießstandes am Sportplatz ein, ohne Schaden anzurichten. Noch mehr Glück haben vor allem die Passagiere des angegriffenen Personenzuges. Hingeduckt und hingestreckt suchen sie Schutz an der Böschung des Eisenbahndammes, als das Unheil über sie hereinbricht. Wie durch ein Wunder überleben alle unversehrt die Attacke, bis auf einen armen Soldaten auf Urlaub, ausgerechnet er, der die Schrecken und Gefahren an der Front bisher heil überstanden hat, muss nun hier in der Heimat auf diese Weise ums Leben kommen.
Hauptziel der amerikanischen Thunderbolt Jabos ist sicher die Lokomotive des Zuges, denn diese ist ja von der Reichsbahn bei Verlust am schwierigsten wieder zu ersetzen. Aber auch sie bleibt bei diesem Angriff wie durch ein Wunder unbeschädigt und stößt, wie erleichtert, nach dem überstandenen Angriff dicke Rauchwolken aus. Stattdessen erhält der Personenwagen direkt hinter der Lok einen Volltreffer. Wie ein überreifer Kürbis bricht er in der Mitte auseinander und speit Türen und sein Inneres hinab in unseren kleinen Fluss, die Beger, wo die Metalltrümmer noch lange vor sich hinrosten sollen. Denn wer hat schon in der zweiten Hälfte des Jahres 1944 Lust, Kraft, Zeit und die Mittel, alte Eisenbahntüren aus einem Fluss zu ziehen? Es gibt andere, schwerwiegendere Sorgen.